Täglich sterben weltweit 6 Millionen Tiere für einen kurzen Gaumenkitzel des Menschen. Nicht einbezogen sind Fische und andere Meerestiere. Das Lachen geschieht möglichst weit weg und abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Denn wir wollen uns nur ungern vorstellen, wie laut ein Tier schreit, das den Tod nicht entrinnen kann. Warum diese Aktionstag? Jedes Tier hat eigene Interessen und Vorlieben, die in einer kommerziellen, profitorientierten Haltung nicht beachtet werden können. Die industrielle Tierhaltung hat einen katastrophalen Einfluss auf die Umwelt und den Klimawandel. Der Konsum von Tieren verursacht mehr Leid und Tod als jede andere menschliche Aktivität. Im Tierschutzgesetz heißt es, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grundschmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Das Töten von Tieren für den Fleischkonsum ist unnötig, da ein Verzicht auf Fleisch kein Verzicht auf ein gesundes Leben und Spaß am Essen bedeutet. Immer mehr Menschen streichen in Zeiten von Gammelfleisch und Schweinegrippe Tierleichen aus ihrem Speiseplan. Doch spontane Veränderungen im Konsumverhalten allein reichen nicht immer aus. Obwohl es zum Beispiel Massenboykott des von Sklaven produzierten Zuckers gab, Abschaffung, wäre es ohne eine gesetzlich verankerte Grundlage nicht zur Abschaffung der Sklaverei gekommen. Die Zahl der gehaltenen und gefischten Tiere steigt unaufhaltsam. Eine fleischfreie Ernährung kann zwar als politischer Boykott angesehen werden, aber um Veränderungen voranzutreiben, muss auf politischer Ebene agiert werden. Es muss langfristig ein Prozess in Gang gesetzt werden, der ein öffentliches Verlangen zur Abschaffung von Fleisch erzeugt. Ich bin nur einer von vielen, die sich trauen zu träumen. Nur eins dieser Kids, die dran glauben, sich träumen. Ich kämpfe für Perspektiven, die ich brauche wie Freunde. Manche schließen die Augen oder rauchen einen Joint. Aber ich brauch den Schoß meiner Passen, den Beeps, die mich stützen, um gefangen zu werden. Wenn die Krisen mich schütteln, bin ich der Mr. Cool, für den alle mich halten. Fürchte dismissed und fool zu sein und zu fallen. Deshalb danke ich euch, denn ihr seid fast Familie. Ihr seid die, die mir bleiben, wenn ich alles verliere. Nee, ihr seid nicht viele, doch das ist okay. Zwischen meinen kranken Bad und den leibkranken Crash war das ihr, die trotz Stress noch die Zeit fanden. Jetzt bin ich wieder oben auf, glücklich wie im Drogenrausch. Zigaretten flogen raus und gezogen aus der Wohnung aus. Auch wenn ich auf festem Boden lauf, vergess es nie. Ihr seid da, egal was für'n Stress es gibt. Und vielleicht ist das hier mein letztes Lied. Deshalb danke ich euch, weil es nichts Besseres gibt als Freunde, Familie, ein echtes Team. So wie Lotta, die Mafia oder Deadly T. Und deshalb rap ich Peace. Auch ich schreib gerne Reime nachts im Schein flackernder Kerzen. Über Versuche übel wie ein Drachentöter aus dem Herzen. Mit flammendem Herzen nützt doch wieder mal nicht viel. Und ich prügel wie der letzte Straßenköter bezieh. Geh auf mein Ziel mit dem Wind wehendem Fahren. Lach hysterisch über Warnungen vor lauernden Gefahren. Dauern nimmt die Angst mir Atem. Schlag sie in die Flucht mit Wahnsinn. Trag die Last längst automatisch. Fühl die Feier kurz wie Fuck. Bin mit am Start, sind meine Leute. Doch ich hör nicht auf zu schreien. Obwohl es diese Leute sind, die mich motivieren zu sein. Was ich bin und wie, was aus mir geworden ist. Der Hip-Hop-Anarchist, doch Angst vor Monster, dass ihn frisst, das scheinbar nicht zum Morden ist. Was morgen ist, kann ich nicht sehen. Kann mir selber nur versprechen, nicht noch weiter durchzudrehen. Auf dem steinigen Weg, nicht nur weinen zu stehen, sondern weiterzugehen und zur Seite zu sehen. Denn ich hab schon zu oft vor Schmerz den Kopf in Sand gesteckt. Bin verzweifelt, hab die Wunden bis auf den Knochen blank geleckt. Dann gecheckt, dass es nichts bringt, immer nur zu resignieren. Deshalb bleibt die Faust geballt gegen die, die uns diktieren wollen, wie wir leben sollen, was für uns das Beste ist, was sie uns nie geben werden, weil's nun mal ihr Bestes ist. Ich werd weitermachen und dass ihr meine Stimme hört, ist der beste Beweis, dass alles Gute wiederkehrt. Etwas, was tiefer sitzt als die tiefste Tech. Etwas, was tiefer sitzt als die tiefste Tech.